so wie ich mich wahrnahm, das war für mich nicht akzeptabel. Okay, Gott, du musst mir jetzt was geben. Gib mir irgendwas, ist mir vollkommen egal. Gib mir irgendwas, gib mir deinen Weg, gib mir deine Lösung. Ich will keine Entscheidung selber treffen. Und dann tauchte der Kurs, den ich schon verstaubt bei mir auf dem Kühlschrank li habe liegen lassen, tauchte dann wieder auf. Ich schlug den auf und auf einmal konnte ich die Stimme da drin hören, wo ich mir sagen kann, wieso weiß dieses Buch, was in mir los ist und wie kann es mir den Weg daraus aufzeigen? Also woher kommt dieses Buch? Ich entkomme meinem eigenen Urteil nicht. Das, was ich über den anderen denke, denke ich über mich, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen. Was ich denke, das glaube ich über mich.